Wer profitiert eigentlich von den hohen Staatsschulden, die die Ampelkoalition jetzt zur Bekämpfung der Krise aufnehmen will? Nun, es wird ja häufig gesagt, die Regierung würde sich durch diese Staatsschulden Geld von den Kapitalmärkten leihen. Dem ist aber mitnichten so. Die Regierung besorgt sich nämlich Zentralbankgeld von den großen Banken und die Banken haben das wiederum von der EZB. Das heißt, im Grunde genommen handelt es sich hier versteckt um Staatsfinanzierung über die Zentralbank. Und so funktioniert das in unserem Geldsystem übrigens immer. Es geht gar nicht anders und es war auch niemals anders. Wir haben nämlich ein zweistufiges Geldsystem und die Spekulanten an den Finanzmärkten, die arbeiten mit Giralgeld, nicht mit Zentralbankgeld. Das heißt, wenn die Regierung sich Geld leihen will, dann braucht sie Zentralbankgeld und dieses kann sie nur von den Banken erhalten, die es wiederum von der EZB haben. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso muss dieses Geld denn von den Banken kommen, wenn es denn ursprünglich von der EZB kommt? Ja, das ist eine gute Frage. Denn die Banken sind in diesem Prozess gar nicht notwendig. Die EZB könnte der Regierung dieses Geld auch direkt überweisen. Aber das darf sie laut den Verträgen von Maastricht eben nicht tun. Weil sie am Primärmarkt, also die Staatsanleihen direkt kaufen, weil sie das nicht darf. Sie darf nur am Sekundärmarkt die Staatsanleihen von den Banken abkaufen. Das bedeutet im Grunde genommen, diese Staatsschulden, diese Staatsanleihen sind nur ein Instrument, damit wir Zinsen an die Banken zahlen dürfen. Staatsanleihen sind ein Profitinstrument für große Banken. Es ist mitnichten so, dass wir uns irgendwo Geld leihen. Wie gesagt, dieses Geld könnte die EZB auch direkt an die Regierung überweisen und es würde, abgesehen von diesem Extragewinn für die Banken, keinen Unterschied machen. Bis letztes Jahr war es übrigens so, dass die Banken mit deutschen Staatsanleihen gar nicht große Gewinne gemacht haben, da da noch Negativzinsen drauf waren. Doch nun hat die EZB die Zinsen erhöht und damit dafür gesorgt, dass die Banken jetzt wieder ein gutes Geschäft machen können. Also ihr seht auch hier wieder, durch dieses System der Staatsanleihen profitieren die Banken von den Zinserhöhungen der EZB und bezahlen dürfen das wir alle, die den Bundeshaushalt finanzieren. Ja, unser öffentliches Geld wird also an große Banken überwiesen, damit sie Profite machen. Das sind die Zinsen, die auf Staatsanleihen gezahlt werden. Und es müsste nicht notwendig sein. Wie gesagt, die EZB könnte der Bundesregierung dieses Geld auch direkt überweisen. Das ginge auch und es hätte ökonomisch die gleichen Auswirkungen, wie wenn sich die Bundesregierung dieses Geld über Staatsanleihen besorgte.